Ja, hi. Und bevor wir jetzt anfangen mit dem Madman und dem 13. Kapitel davon, habe ich ganz kurz eine Frage an euch. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich nicht mal meine Rezoni-Fanfiction vorlesen will, die ich jetzt vor kurzem beendet hatte auf Wattpad und fanfiction.de. Ja, und deswegen wollte ich ganz kurz euch fragen, habt ihr da Bock drauf oder eher nicht? Ich werde hier mal so eine Umfrage erstellen, falls ich es hinbekomme. Und ja, stimmt da mal ab, was ihr davon haltet, ob ihr das euch anhören wolltet oder eher nicht. So, jetzt geht's los. Viel Spaß. 13. Kapitel. Zurück in der Klinik. Der Regen peitschte mir in den Nacken, während wir die Einfahrt zur Klinik hochliefen. Es war, als hätte sich das Wetter aller Mühe gegeben, meine Rückkehr in meine persönliche Hölle meiner Stimmung anzupassen. Die Sprechanlage am Tor hatte aufgrund des starken Windes nichts übertragen, und so hatten wir das Auto am Fuß der Anhöhe abgestellt und kämpften uns nun zu Fuß durch das Unwetter. Die Bäume waren so windgepeitscht, dass ich schon fast damit rechnete, von einem herunterfallenden Ast erschlagen zu werden. Schließlich standen wir pünktlich zur verabredeten Zeit und triefend nass wieder in der Eingangshalle. Genau 2 Wochen würden ins Land gehen, bis ich wieder draußen sein würde. 14 Tage, die ich hier drin ertragen musste. Natürlich könnte man jetzt behaupten, dass mir die Zeit wohl nicht so lang vorkommen würde, nach ganzen 5 Jahren hier. Doch das war, bevor ich die Freiheit gekostet hatte. Bevor mir bewusst geworden war, welches Leben ich hätte haben können, wäre ich nicht so festgefahren. Jetzt wollte mein Geist wieder fliegen. Ich wollte frei sein. Und nun, da ich zurück war, fühlte ich mich gefangener als je zuvor. Kostas hatte mich in mein Zimmer begleitet und mir geholfen, meine Sachen auszupacken. Gleich würde er gehen, zurück in sein Leben, das er nur wenige Stunden in der Woche mit mir teilen konnte. Gleich wäre ich wieder alleine hier. Aber das wollte ich nicht. Ich konnte es einfach nicht mehr. Der Doktor will dich gleich sehen. Er will von dir wissen, wie das Wochenende war. Sag ihm nichts von den Halbstarken, okay? Ansonsten war es ja wirklich alles perfekt. Trotz meiner schlechten Stimmung musste ich lächeln. Ja, es war perfekt gewesen. Ich hatte mich so lebendig gefühlt. Doch so genau wollte ich das dem Doc gar nicht erzählen. Diese Stunden hatten nur uns gehört. Kannst du nicht mit zum Doc kommen? Fragte ich. Ich wollte nicht, dass er ging. Unter der Woche hatte er meist nur Zeit für kurze Besuche. Und darüber hinaus hatten wir keinerlei Möglichkeit, Kontakt zu halten. Ich muss arbeiten, Mickey. Ich komme doch morgen wieder, versuchte er mich zu beschwichtigen. Ich umklammerte seinen Arm und hielt mich an ihm fest. Bleib bei mir, flüsterte ich. Woher war diese Traurigkeit plötzlich gekommen? Ich konnte ihn jetzt nicht gehen lassen. Nicht jetzt. Dann würde mir alles nur wie ein Traum vorkommen. Nur heute. Bitte, bitte, bleib noch ein bisschen, flehte ich. Kostas seufzte schwer. Dann zückte er sein Handy. Ach, Scheiße, sagte er und seufzte erneut. Ich frage, ob mich jemand vertreten kann. Aber nur die eine Stunde. Und das muss eine Ausnahme bleiben. Ich will diesen Job ausbauen. Da kann ich jetzt nicht anfangen, unzuverlässig zu werden, sagte er scharf. Und ich nickte und fühlte mich wie ein getadeltes Kind. Aber nur für den einen Moment. Dann siegte die Freude. Er würde noch eine Weile bei mir bleiben. Selig zog ich ihn an mich. Und als er mich ebenfalls fest in seine Arme schloss, wusste ich, dass er mir diesen kleinen Ausbruch nicht übel nehmen würde. Sie beide trifft man ja nur noch im Doppelpack an, sagte Rickard, als Kostas und ich Hand in Hand in sein Büro traten. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. Ich drückte Kostas Hand noch ein wenig fester, was mir ein warmes Lächeln von ihm einbrachte. Setzen Sie sich. Ich hole uns noch einen Stuhl ran, sagte der Doc. Das Gespräch verlief relativ entspannt. Der Doc stellte zwar auch einige durchaus indiskrete Fragen, doch deren Beantwortungen störten mich nicht wirklich. Allerdings spürte ich, dass Kostas sich relativ unbehaglich fühlte deswegen. Er war es nicht gewohnt, sein Gefühlsleben vor irgendwelchen Therapeuten auszubreiten. Wir berichteten vom Wochenende und ich war froh, dass Kostas daran festhielt, dem Doc nichts von meiner kleinen Überreaktion zu erzählen. Der Doktor war positiv überrascht von unserer Schilderung, ließ sich jede Interaktion genau beschreiben. Klar hatte ich nicht viel mit anderen Menschen zu tun gehabt, aber Dr. Rickard interessierte sich bereits für Kleinigkeiten, wie den Kartenkauf im Kino oder der Bestellung im Restaurant. Zum Schluss gab er uns noch das Okay für den nächsten Ausgang in 2 Wochen. Diesmal würde ich sogar etwas länger raus dürfen, unter der Bedingung, dass ich auch meine Eltern besuchen würde. Damit konnte ich gut leben. Als wir uns von ihm verabschiedeten, schickte er mich schon voraus, um noch ein paar Worte mit Kostas zu wechseln. Als ich zurückblickte, sah ich, wie er ihm ein rotes Stück Papier in die Hand drückte. »Was hat der Doktor denn da gerade gegeben?«, fragte ich im Gang. Kostas grinste. Wenn meine Augen mich nicht trogen, lief er sogar rosa an. »Das ist ein Bitte-nicht-stören-Schild für dein Zimmer. Wenn wir das an die Tür hängen, solange ich da bin, wird niemand ungefragt den Raum betreten«, erklärte mir Kostas und ich konnte mir ein dreckiges Grinsen nicht verkneifen.
Heißt das das, was ich denke? Fragte ich. Vermutlich schon. Der Doktor sagte, er wolle damit unsere Privatsphäre schützen. Kostas schüttelte den Kopf. Ihm war das definitiv peinlich. Es war zu niedlich, wie ihn dieses Thema immer wieder verlegen machte. Vielleicht sollten wir gleich mal testen, ob das funktioniert? Du hast doch noch eine halbe Stunde Zeit, oder? Fragte ich, mehr um ihn ein bisschen zu ärgern, und warf ihm einen glühenden Blick zu. Ich weiß was Besseres. Der Doktor hat mir ebenfalls mitgeteilt, dass die üblichen Besuchszeiten für mich erstmal außer Kraft gesetzt werden. Ich kann heute Nacht bei dir schlafen, wenn du willst. Jetzt war ich sprachlos. Das heißt, du kommst heute Abend nach der Arbeit wieder? Fragte ich ungläubig nach. Ja, strahlte Kostas. Der Doktor hat zwar gesagt, ich soll mich nicht dazu hinreißen lassen, jetzt ständig hier zu sein. Und um ehrlich zu sein, will ich hier auch wirklich nicht einziehen, aber hin und wieder kann ich auch über Nacht bleiben, sagte er und zwinkerte mir zu. Statt einer Antwort ließ ich mich in seine Arme fallen. Das war doch zu schön, um wahr zu sein. Somit vergingen die kommenden 2 Wochen, doch viel schneller, als ich zuerst angenommen hatte. Ich wusste nicht, was Kostas mit ihm besprochen hatte, aber Rickard schien so viel entspannter zu sein inzwischen. Er ließ uns im selben Zimmer schlafen, auch wenn das, womit wir unsere Nächte verbrachten, wenig mit Schlafen zu tun hatte, und wirkte plötzlich so viel zuversichtlicher. Meine Fortschritte erkannte ich selbst gar nicht so krass. Ich wusste, dass ich inzwischen mit der Kantinenfrau ein paar Worte wechselte, dass ich mindestens Phrasen wie Bitte, Danke, Gesundheit oder Hallo zu den Pflegern sagte, aber dass das alle so bemerkenswert fanden, verstand ich nicht. Es war ja nicht so, dass ich nicht sprechen konnte. Ich hatte es einfach nur vermieden. Das Highlight war, als Rickard mir in der darauffolgenden Woche ein Telefon in mein Zimmer gebracht hatte. Damit konnte ich zwar nur vorher eingereichte und genehmigte Nummern anrufen, allerdings hatte er die Nummer von Kostas Handy und die Nummer meiner Eltern schon vorab gespeichert und jemand anderen wollte ich sowieso nicht kontaktieren. Nun konnte ich endlich bei Kostas anrufen an den Tagen, wo wir uns gar nicht oder nur kurz sehen konnten. Bis ich meine Eltern tatsächlich angerufen hatte, hatte ich aber eine ganze Weile gebraucht. Bei unserem Treffen hatte ich ja nur wenig mit ihnen geredet, doch sie waren so glücklich gewesen, mich zu sehen, dass ich mir inzwischen vorstellen konnte, tatsächlich wieder einen Kontakt zu ihnen herzustellen. 2 Tage vor meinem nächsten Ausgang rief ich sie dann an. Ich sagte knapp, dass ich mit Kostas gern bei ihnen vorbeikommen würde am Samstag und verabschiedete mich wieder. Telefonieren fand ich sogar noch schwieriger, als persönlich mit jemandem zu reden. Immerhin konnte einem die Mimik und Gestik nicht helfen, den Gegenüber zu verstehen oder sich selbstverständlich zu machen. Es fühlte sich nicht echt an für mich. Als ich nun endlich wieder Ausgang bekommen sollte, freute ich mich wahnsinnig. Ich fühlte mich diesmal so viel besser bei dem Gedanken, in die Welt hinaus zu können. Das letzte Mal hatte ich nicht gewusst, ob ich überhaupt noch zurechtkam draußen. Diesmal würde es schon so viel einfacher sein. Kostas holte mich pünktlich am Samstag um 11 Uhr ab. Bis Sonntagabend durften wir nun tun und lassen, was immer wir wollten. Das Gefühl von Freiheit empfing mich, als wir aus dem eisernen Tor hinausrollten, und breitete sich in mir aus wie ein Feuerwerk aus Euphorie.